Herzlich willkommen zur Fidelity Asset Allocation View bei Börse Stuttgart TV. Von einem wirklichen Sommerloch ist bis dato relativ wenig zu spüren. Im Gegenteil, die Schwankungen an den Finanzmärkten nahm in den vergangenen Wochen wieder spürbar zu. Und das nicht nur an den Aktienmärkten. Wie die Situation insgesamt derzeit an den Finanzmärkten zu bewerten ist, genau das wollen wir jetzt besprechen mit Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Herr Röhmheld, auch an den Rentenmärkten haben die Schwankungen in den vergangenen Wochen wieder spürbar zugenommen. Was heißt das denn für Ihren Ausblick für die Asset-Klasse Anleihen? Herzlich willkommen zum aktuellen Asset Allocation View von Fidelity. In der Tat haben die Schwankungen auf den Anleihenmärkten zuletzt zugenommen und das hat mit der schärferen Tonart der globalen Zentralbanken zu tun, die zuletzt etwas koordinierter wieder erscheinen, als das vorher der Fall gewesen ist. Und insofern ist unser Ausblick eher negativ. Auch wenn die Europäische Zentralbank ihre Ankündigung für eine Reduzierung des Anleihekaufprogramms noch etwas hinausgezögert hat. Aber das bedeutet für uns eben, dass gerade in Europa bei den Anleihenmärkten Ungemach drohen könnte, wenn die Europäische Zentralbank den Ton wieder etwas verschärft. Sie haben das zunehmend von Risiken behaftete Umfeld angesprochen. Welche Arten von Anleihen bieten sich denn in einem solch unsicheren Zinsumfeld an? Wir mögen Investment-Grade-Unternehmensanleihen, mit Ausnahme auch hier der europäischen Märkte, denn wir glauben, wie gesagt, dass die Europäische Zentralbank das Kaufprogramm in Zukunft reduzieren wird. Und außerdem sind die Renditen bei europäischen Anleihen nicht mehr ganz so attraktiv wie auf anderen Märkten, wie zum Beispiel den USA oder Asien. Bis zuletzt waren wir auch positiv eingestellt zu Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Hier hat allerdings die sehr positive Wertentwicklung im Laufe des Jahres dazu geführt, dass wir unsere Position neutralisiert haben und von hier aus jetzt nicht mehr so große Chancen sehen. Und wie wirkt sich die aktuelle Marktentwicklung auf Aktien aus? Wir sind nach wie vor für Aktien übergewichtet und hier stellt sich die alles entscheidende Frage, wann der aktuelle Bullenmarkt zu Ende gehen wird. Es mehren sich zumindest die Anzeichen, dass wir in der letzten Phase des Bullenmarktes sind und hier reichen bei den niedrigen Schwankungsbreiten an den Märkten schon einzelne negative Datenpunkte aus, um gewisse Korrekturen auszulösen. Aber diese würden wir nutzen, um insbesondere Positionen in Europa aufzubauen, denn für die europäischen Aktienmärkte sind wir positiv eingestellt, sind wir übergewichtet, da wir denken, die Verbesserungen in konjunktureller Hinsicht und auch bei den Unternehmensgewinnen ist ausgeprägter als in den USA, wo wir aktuell noch untergewichtet sind. Weiten wir zum Abschluss den Blick noch etwas aus. Wie sieht denn Ihre aktuelle Prognose beispielsweise für Schwellenländer aus? Ja, bei den Schwellenländern sind wir etwas skeptisch. Wir haben zwar aktuell noch eine robuste Konjunktur in China und unser Ausblick deutet allerdings darauf hin, dass wir eine Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr in China sehen könnten. Und das dürfte auch die Schwellenländer betreffen, insbesondere die, die mit China in enger wirtschaftlicher Verknüpfung sind. Also aktuell sind wir aus taktischer Sicht bei den Schwellenländern eher neutral eingestellt. Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Zuleck. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Fidelity Asset Allocation View bei Börse Stuttgart TV.